So, Hallihallöchen, Hänsel Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 4. Wir haben eine seismische Süßspeise, robuster Schild, Element der Liebe, Element der Konzentration, Weltraumkreisel, einnehmende Schmiere, Element des Reichtums, Dämonenporträt, ach der Joker, deswegen zählt er nicht, komprimierter Sonnenschein, göttlicher Valor, Wagen der Muße, eine Schnittstelle und noch ein Götterporträt gefunden, ohne dass ein Pikmin, glaube ich, gestorben ist. Nee. Dafür haben wir jetzt ein bisschen Plus bei Lila und Feen-Pikmin gemacht und nochmal 14 Schätze gesammelt. Plus ein bisschen Goldhaufen und Co. Und ich glaube, der Tag neigt sich jetzt dem Ende zu. Das heißt, wir könnten eigentlich auch direkt schon in die zweite Höhle reingehen. Weil wir an der Oberfläche nicht groß Zeit haben werden, da noch was zu tun. Glaube ich. Unter Vorbehalt. Ach so. Moment, was ist da gerade passiert? Wir können nicht mehr Pikmin mitnehmen als vorher schon. Ah. Okay. Hä? Nektar aus der Zwiebel. Wie es aussieht, können trotz Knubknoll niemals mehr als 100 Pikmin gleichzeitig an der Oberfläche sein. Das ist fake. Fake. Okay, ja, es ist schon hart spät. Da sieht noch Pikmin-Keime auf der Karte. Ich auch. Hier ist ein Dungeon, den wir rein können und sonst aber nirgends. Ja, oder wir. Ja, gut, wir machen noch die Overworld schnell zu Ende. Vom Tag. Ich glaube nicht, dass wir es zeitlich groß in den anderen Dungeons schaffen. Also. Ah, Moment, wir könnten noch mehr kaputt machen. Und die Basis hier verlegen. Klingt gut. Nehmen wir den Nektar mit? Nee. Bleibt er liegen? Keine Ahnung. Ist es mir egal? Ja. Eine Banane, die da hängt. Ja, war ja klar, dass hier noch was ist. Schnell, schnapp. Oh, einer ist. Zwei sind gestorben. Nein! Ah, die Fels-Pikmin können wir ja noch nicht vermehren. Schade. Aber wir kriegen noch die Banane. Also von dem her coole Sache. Stop. Ach ja, eigentlich könnt ihr den schon auch abtragen. Alle Unbeschäftigten kommen her. So, könnt ihr auch mitnehmen. Ihr auch. Dann sind nur 6 Pikmin in Gefahr. Und das haut genau hin, was an Pikmin fehlt. So, ihr könnt auch noch hier Spaß haben. War hier jetzt noch irgendwie eine Falle? Scheinbar nicht. Oh Gott. Ich war zu nah im Wasser. Oh, die ganzen Knospen und Blüten sind verschwunden. Schade. Das wird schwierig da hinten. Oh. Ein blauer ist da noch ganz unbeaufsichtigt. Dann nehmen wir die Spinne noch mit. So, alle bei uns. Aufgesprungen, meine kleinen Freunde. Ja. Schade um den Nektar. Also ich weiß nicht, ob der morgen echt noch liegen bleibt oder nicht. Keine Ahnung. Aber wir haben ihn auch zum Glück nicht so dringend nötig. Wir haben so viele Items und... Ja.
Und irgendwie, also, ich finde das mit der Empfehlung an Pikmin-Arten echt einerseits cool. Aber andererseits, ja, wobei, so eine Empfehlung ist an sich jetzt ja auch gar nicht so schlecht. Man muss sich ja nicht drauf verlassen. Und dass sie auch nur die Pikmin-Arten rausnimmt, die man braucht, auch fein. Aber dass das Gebiet halt ganz darauf ausgerichtet ist, immer nur drei von den 8 plus Leuchtpikmin-Arten da zu beherbergen, finde ich ein bisschen schade. Vogelbett. Schlafenszeit komplett. Sehr schön. Haben wir noch was? Noch eine Serie? Ja. Also Goldklumpen 200, Scherzmond, ängstlicher Spross hatten wir alles schon. Dann kommen die Sachen aus dem Dungeon. Fragen der Muße. Grundsolide Kombination. Passt. 16% nur, aber 21 der 55 Schätze. Eine Zwiebel und eine Rettung. Ja, die Rettungen, die sind recht viel eigentlich. Und 6 Felspigmen sind gestorben. Amen. Requiescat in pace. Joa. Wie geht es dem Kopayana? Du weißt schon, der, den wir gerade gerettet haben. Wir haben den künstlichen Tiefschlaf beendet. Spaniel kümmert sich jetzt um ihn. Gut, dann warte ich mit meinen Fragen zu Nelly besser noch bis morgen. Kannst du machen. Wo sind Louis und Moss hin? Das ist eine Frage, die mich beschäftigt. Danke, dass ihr mich rausgeholt habt. Mein Name ist Dover, aber viele nennen mich aber Dob. Vom Beruf bin ich Schatzjäger. Ich reise durch die gesamte Galaxie und helfe denen, die meine Hilfe brauchen. Oh, die könnten wir tatsächlich brauchen. Sag mal, Dob, kennst du vielleicht eine Tierärztin namens Nelly? Sie können? Ha, Nelly ist eine Kollegin von mir. Genau wie Yorke, die Gorke. Als wir auf diesem Planeten landen wollten, haben wir die Kontrolle über das Schiff verloren und sind abgestürzt. Oh, das tut mir leid. Wie geht es dir denn seit dem Absturz? Es war ein harter Überlebenskampf. Wir entdeckten eine Art Leuchtsirup. Den habe ich morgens gesammelt und versaftet. Wirklich? Du redest bestimmt von Leuchtsaft. Der ist trinkbar? Wie schmeckt der? Gar nicht mehr übel. Kopayana ist bekannt dafür, beim Essen wählerisch zu sein. Außerdem funktioniert ihr Geschmackssinn anders als unser. Ja, aber theoretisch. Olimar könnte ihn trinken. Olimar ist ja auch von Kopai. Wisst ihr noch, wie Digo den Leuchtsaft für ein Getränk gehalten und getrunken hat? Oh, in der Nacht habe ich kein Auge zugetan. Wenn du mit deinen Kollegen zusammen warst und genug Nahrung hattest, warum warst du denn allein, als wir dich fanden? Tja, eines Tages taucht jemand aus dem Nichts auf und klaut unser Sirup. Wir haben ihn dann verfolgt. Aber irgendwann habe ich Yorke aus den Augen verloren und dann wurde Nelly von einem riesigen Hund weggeschleppt. Ihr wurdet also getrennt. Wie furchtbar. Tja, ich habe überall nach ihnen gesucht. Aber dann bin ich vor Hunger ohnmächtig geworden. Und dann war ich hier. Aber ich bin natürlich noch in eine Höhle gefallen. Und wurde gefressen. Wir haben gesehen, wie einer deiner Kollegen entführt wurde. Erinnerst du dich noch, wo du deine Kollegen aus den Augen verloren hast? Nicht genau, nein, aber sie können nicht weit von dem Ort entfernt aufhalten, an dem ihr mich gefunden habt. Gut, seid ihr versichert, dass die Rettung deiner Kollegen unsere oberste Priorität ist? Rettungscrew, intensivieren wir unsere Suche im Garten der Giganten. Alles klar! Jawohl. Einer von dreien wurde gefunden. Wir können eine Belohnung abholen für den 200. Schatz. Oh, du hast bereits eine beeindruckende Menge an interessanten Objekten gesammelt, Mann. Vieles nicht, doch bitte nimm dies zum Dank an. 50, Ja, und sammle alle Schätze. Wir haben 200 von 239. Komm her. Mein braver Hund. Können wir noch eine Mission erfüllen? Nö, aber wir können mit Dober reden. Hallo, mein Name ist Dober. Ich bin hier, um denen beizustehen, die Hilfe brauchen. Wieso das uns schon mal begegnet? Sorry, ich wollte eigentlich nicht sinnlos ein Ohr abkauen. Ist okay. Ich bin nicht gewohnt. Im Labor können wir aber noch nichts Neues kaufen, weil das letzte Upgrade, was da noch vorhanden ist, kostet 240. Ja. Ansonsten, wir haben 20 Knusperknochen.
Notfallkit. Boah. Steinbombe. Schocker ist das Beste. Aber es kostet auch 30. Das verfolgt Beut. Ach, ist das Ding witzig. Okay, aber es hieß eigentlich auch in der Beschreibung, es verfolgt schnelle Beute. So schnell kam das mir gar nicht vor. Na gut. Dann heißt das einfach weiter ins Gebiet. Aufbrechen. Garten der Giganten. So. Oh Gott, haben wir schon viele Leute gesammelt. Hilfe. Die Schnellaugen glotzen uns halt an, weil wir sind zu cool und dürfen wegfliegen und die halt nicht. Die Armen. So, jetzt der Plan. Wir müssen ganz viel Wasser abdrehen eigentlich. So, vielleicht nehme ich erstmal tatsächlich nur blaue Pikmin mit. Ach, wir haben noch Keime von 4 Pikmin-Arten. Und ich mache erstmal die Dicken hier kurz platt. Kommen alle... Na, komm, springt auf. Alle mitkommen. Wieso Ultramotivierspray? Das klappt auch so. Ja, ja, einer kann schon mal abschleppen. Aua. Das war knapp. Aber die fallen echt langsam für deren Gewicht. Und scheinen auch dafür echt schnell abzulassen. So, bitte einmal hier dann das Wasser abdrehen. Plus, ihr könnt da was machen. Hier, hier. Jo, ein bisschen abtragen. Ach, aber trotzdem kommen jetzt rote Blumen. Ah ja, okay, wir haben auch ein rotes Pigment theoretisch im Feld. Ja, dann... Ach komm, trag weg. Trag einfach weg. So, wie kriege ich dich jetzt down? Du brennst. Aber kann ich dich ins Wasser locken? Ja, cool. Was für eine Pfeife? Was will der mit der Pfeife? Alle aufgesprungen. So, abtragen. Nee, halt. Das Ding abdrehen. Und hier wäre dann noch ein Dungeon. Schön. Und der Rückweg. Und der Nektar ist weg. Toll. Geile Belohnung. Danke. Wirklich größten Dank. So, dann gehen wir jetzt mal nach Empfehlung. Zumindest ein bisschen. Weil wir können uns Feuer holen. Bisschen was abfackeln. Fangen wir mit dem Ding hier oben an. Dann neues Feuer. Oh, und dann können wir hier schon gar nicht mehr machen, ne? Ja. Hätten wir tatsächlich gar nicht zu Ende bauen müssen. Eigentlich. Naja, was soll's. Hier wieder rum. Das ist schon aus. Gut. Können wir das schnell aufmachen. Und
das hier. Ah, Dandori-Duell. Ey, da ist ja noch so jemand mit Blattberg auf dem Kopf. Komm, es ist Zeit für Dandori. Du kennst das ganze Zeug. Hopp rein. Oh je, wie viele Gestrandete wurden denn in Laublinge verwandelt? Eigentlich unwichtig. Wir müssen alle retten. Und eigentlich müssen wir auch rausfinden, was die Quelle dafür ist. Naja, ich würde sagen, wir hüpfen direkt rein. Weil unsere Pikmin werden gleich echt unbeschäftigt sein eigentlich. Ich will nur schnell die pflücken, dass die aus dem Weg sind. Das triggert meinen inneren Monk, dass wir nicht alle Pikmin bei uns haben. So, ein Pikmin. Achso, eins zieht, aber naja, erfolglos. Heiße Luft, 7 Minuten sammeln alle Schätze. Ja, machen wir im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part. Euer Hänsel Peter, ciao.